MSI CH130 Repeltech Fabric, ein Gaming Chair, den ich euch definitiv vorstellen möchte, denn dieser bringt einen sehr hohen Komfort mit sich, auch eine sehr schöne und saubere und cleane Ästhetik, die in meinen Augen sehr gut gelungen ist seitens MSI, und kommt auch noch mit einem Zusatzfeature, und zwar der Repeltech Fabric Technologie. Was sich hinter diesem Namen verbirgt und ob dieser Stuhl auch was für euch sein könnte, das Ganze finden wir heute gemeinsam raus. Los geht's! I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. MSI CH130 Repeltech Fabric, den Gaming Chair, den wir uns heute anschauen werden. Ein Stuhl, der es aber auch verdient hat, angeschaut zu werden. MSI hat ein sehr breites Spektrum an Produkten. Wir kennen es meistens, Grafikkarten, Motherboards, wirklich hervorragende Hardware in meinen Augen. Mit Peripherie, mit Gaming Chairs und so weiter machen die da immer mehr in eine komplette MSI Fanbase Geschichte. Und da finde ich sehr schön, dass es auch Gaming Chairs natürlich gibt. Ob diese was taugen, das Ganze finden wir heute gemeinsam raus. Der CH130 Repeltech Fabric ist einer der hochwertigeren Stühle, sage ich mal, im Portfolio von MSI. Es ist ein Gaming Chair, der auch für Personen, die etwas dicker sind, sage ich mal so, ähnlich wie ich, einfach eine stabilere Konstruktion darstellen sollen. Die technischen Daten vom Stuhl sind einfach relativ einfach. Wir haben hier einen Stuhl, der 21,9 Kilogramm wiegt. Wir haben die Repeltech Fabric Technologie bei diesem Stuhl angewandt über das komplette Material hinweg. Egal, ob es die komplette Sitzfläche ist, die Rückenlehne oder auch die Lordosenstütze bzw. die Kopfstütze sind alle mit diesem Repeltech Fabric Leder überzogen. Dazu aber werden wir auch noch ein paar Wörter mehr verlieren. Wir haben hier ein komplettes Stahlframe, das auch verstärkt ist, also selbst die Rückenlehne und solche Sachen sind komplett mit einem kompletten Stahlkorpus nochmal extra verstärkt worden, um eben eine 150 Kilogramm Belastbarkeit zu gewährleisten, egal ob ihr auf den Stuhl drauf lagt oder zurücklehnen wollt. Apropos zurücklehnen, auch ein wichtiger Aspekt: mit 150 Kilo will man auch mal chillen am Stuhl und nicht nur die ganze Zeit schwitzen. Man kann den Stuhl eben von 15 Grad bis 150 Grad komplett nach hinten neigen und auch sein Nickerchen hier drauf ausüben, finde ich auch sehr schön. Die Größe, die vorgegebene oder die vorgeschlagene Größe seitens MSI liegt bei 1,85 Meter. Ich denke, das trifft die meisten Leute da draußen. Ich selber bin 1,82 in etwa und finde den Stuhl von der Größe her extrem angenehm. Ich denke, dass hier 10 cm nach oben oder 10 cm nach unten der Stuhl dennoch auch noch bequem sein sollte. Diese Verstärkung des Stuhls merkt man und fühlt man auch im alltäglichen Leben. Da will ich auch gleich mal anfangen, auf den Erfahrungsbereich von mir zu diesem Stuhl eben einzugehen. Der Stuhl fühlt sich sehr wertig an, egal ob es irgendwie dieses Wildleder ist, dieses Repeltech Fabric Wildleder. Ich nenne es jetzt mal Wildleder, es ist eigentlich kein Wildleder, sondern es ist wirklich eine Stoffshell, sage ich mal, die eben die Repeltech Fabric besitzt. Es fühlt sich ein bisschen so an Wildleder, man kann es auch mit den Händen so verstreichen, ihr kennt es von so Wildledersachen, und man sieht eben, wo man mit den Fingern lang gefahren ist. Diese Technologie mit Repeltech Fabric bedeutet, dass der Stuhl zudem, dass man eben eine 150 Kilo Belastbarkeit hat, auch eine wasserabweisende Funktion hat und eine kratzfeste Funktion des Stuhls. Das Ganze ist natürlich sehr interessant für Väter oder werdende Väter oder Ultra-PC-Gammler, die vorm PC sitzen und essen und trinken, denn der Repeltech Fabric Stuhl ist dazu in der Lage, komplett Wasser abzuweisen, Cola, Fanta, was auch immer ihr über den Stuhl verschütten wollt oder könnt.
Das Ganze ist gewährleistet zu 100%, das finde ich schon mal sehr gut. Und vor allem auch nur natürlich für werdende Väter oder bereits bestehende Väter mit mehreren Kindern auch ein sehr interessanter Stuhl. Denn der Stuhl ist auch natürlich komplett abweisend, was auch irgendwelche Körperflüssigkeiten von Kindern angeht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn da mal ein Kind irgendwie auf dem Schoß vom Papa sitzt und irgendwie mal ja, beim RGB-PC zuschauen will und sich dann doch übergeben muss, weil das RGB-Theme einfach nicht passt, dann kübelt er auf diesen Stuhl und der Stuhl kann einfach ohne Probleme eben dann auch gereinigt und abgewischt werden, ohne dass dieser eben die Feuchtigkeit und diese ganzen Sachen eindringen lässt und somit der Stuhl dann irgendwann auch zu stinken anfängt. Das Ganze finde ich sehr schön gemacht. Auch Leute, die jetzt nicht dringend unbedingt Kinder haben, sondern was anderes, was so ähnlich wie Kinder ist mittlerweile, Haustiere, Katzen, Hunde und so weiter. Der Stuhl ist auch komplett kratzfest, sprich, das macht nichts aus, wenn die Katze da mal irgendwie abrutscht, wenn die bei euch auf dem Kopf sitzt oder auf dem PC beim Zocken und springt drüber auf den Gaming Chair, krallt sich in dieses Leder da rein oder in dieses Material von dem Stuhl. Haben wir hier einen Stuhl, der sehr, sehr, sehr stabil und sehr kratzfest ausgelegt ist. Das Ganze finde ich sehr schön. Es ist auch ein Aspekt, der auch für die Langlebigkeit des Stuhls spricht, sprich auch alltägliche Abreibungen durch Bewegungen, durch Hosen, durch Nieten sind hier wesentlich besser gewährleistet. Der Stuhl selber, wie gesagt, bis 150 Kilo, dadurch extrem stabil. Also ich habe selbst schon beim Zusammenbau festgestellt, dass da einfach wirklich Masse dahinter ist. Ich habe schon mehrere Gaming-Chairs zusammengebaut. In dieser Gewichtsklasse findet man relativ selten Gaming-Chairs, möchte ich mal sagen. Vor allem, wenn sie eben nicht mit Kunstleder überzogen sind, sondern eben mit so einer Stoffummantelung sozusagen. Ist das Ganze wirklich echt robust gestaltet. Es gibt dennoch einen Punkt, der mich wirklich stutzig gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, Repeltec Fabric, gut, hin oder her, das Ding soll Wasser abweisen und von daher wird es wohl zwangsläufig so sein, dass ich mir definitiv den Arsch abschwitze auf diesem Stuhl, denn wenn hier einfach keine Transpiration stattfinden kann durch den Stoff, weil er eben versiegelt ist durch diese Repeltec Fabric Technologie, habe ich mich gefragt, wie hart werde ich im Sommer darauf schwitzen? Und erstaunlicherweise habe ich es in diesem krassen Sommer, seitdem habe ich den Stuhl auch, habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt da mal wirklich längere Sessions an dem Stuhl, egal ob ich Video geschnitten habe oder eben gezockt habe, hatte ich hier die Möglichkeit, den Stuhl unter Extrembedingungen zu testen, wo man wirklich mit 36, 37 Grad, die wir teilweise hatten, testen konnte. Und ich muss sagen, ja, ich habe geschwitzt, klar, natürlich wie der andere auch 37 Grad, dennoch war dieser Effekt, dass ich gedacht habe, okay, mein Hintern und alles wird gar nicht mehr Luft bekommen durch diesen Stuhl, durch diese Technologie, gar nicht gegeben. Also hier ist selbst die Luftzufuhr von dem Stuhl selber immer noch gewährleistet. Das finde ich sehr erstaunlich und kann hier wirklich jedem die Angst nehmen vor dieser Technologie oder vor diesem Stuhl oder vor der Kaufentscheidung. Ein weiterer Aspekt, der mich sehr fröhlich gestimmt hat, war der Zusammenbau. Ich will jetzt nicht detailliert auf den Zusammenbau eingehen, aber der Stuhl kommt pre-semi-assembled schon bei euch an, sprich der Part, wo ihr euch, also die Sitzfläche selber mit den zwei Armstützen ist komplett schon befestigt. Das Ganze ist eine sehr große Hilfe, denn bei so einem Stuhl, das wirklich ein Gewicht hat, ist es schwer, da irgendwie immer die Armlehnen dran zu tun und gleichzeitig zu schrauben und solche Sachen. Der kommt schon fast vorinstalliert an. Das Ganze kam mir besonders zugute, weil ich an dem Tag, wo es richtig heiß war, den Stuhl bekommen habe und hier einfach, ja, froh war, dass ich ein paar des Zusammenschraubens mir ersparen kann. Besonders die ästhetische Form von diesem Stuhl ist sehr wichtig. Ich finde, diese Racing-Optik sieht definitiv cool aus und ich habe es auch schon mal in den vorangegangenen wieder erwähnt zu einem anderen Stuhl, dass es eigentlich hirnrissig ist, auch so einem Racing-Optik-Chair-Stuhl einfach auch einen Alltagsgegenstand zu machen, weil Racing Sitze oder Schalensitze für Autos sind dafür konzipiert, dass man wirklich gerade drin sitzt und einfach wirklich lenkt und fertig. Währenddessen ist es im Alltag beim PC-Gaming, sage ich mal, oder beim Netflixen oder so weiter, lehnt man sich auch mal zur Seite oder quatscht mit Kumpels und man hat einfach nicht diese nervigen angeblichen Schulterstützen, die einen eben schön in den Sitz reindrücken sollen. Hier ist es relativ schön gelöst, finde ich. Also es hat diese Racing-Optik, birgt aber dennoch immer noch das Potenzial, dass man sich problemlos zur Seite lehnen kann und das Ganze eben auch bequem gestalten kann im Alltag. Das Ganze ein sehr wichtiger Aspekt, den MSI hier sehr schön gemacht hat, Optik und Ergonomie eben zu vermischen. Apropos Ergonomie, es gibt auch nochmal einen witzigen Faktor, der mich besonders interessiert hat, und zwar, ich nenne es immer den IKEA-Bett-Faktor. Und zwar ist es so, dass sehr oft, wenn man was testet, vor allem so Stühle oder
Matratzen oder Betten oder so weiter. Man legt sich drauf und denkt sich, boah, das ist schön weich, boah, voll toll und so, ist bestimmt voll bequem. Davon würde ich auf jeden Fall mal absehen. Der MSI CA 130 Repeltech Fabric ist ein relativ fester Stuhl. Sprich, wenn man sich das erste Mal draufsetzt, denkt man, könnte man schon denken, okay, das ist ein bisschen hart, ne? Dennoch ist diese Härte korrekt oder genau richtig für eine Langzeittest. Sprich, erst durch das lange draufsitzen oder draufliegen merkt man tatsächlich, ob dieses Produkt was ist. Und deswegen nenne ich es auch den IKEA-Bettfaktor. Man legt sich rein, denkt sich super geil, nimmt die Matratze mit nach Hause. Und zwei Nächte später denkt man sich mal, der Rücken bricht auseinander. Das Ganze soll nicht der Fall sein. Und der Stuhl hat auch diesen Test oder diesen Gedanke bei mir überstanden. Man kann den Stuhl wirklich nur empfehlen. Mir persönlich gefällt auch das Design von MSI sehr gut. Auf den MSI-Drache muss man natürlich stehen oder auch nicht. Man kann den aber auch, wenn man gar nicht draufstehen sollte, sehr gut verdecken, finde ich. Vor allem auch hier in diesem Bereich durch die Kopfstütze oder eben durch die Lordosenstütze, die beigefügt ist. Hinten ist der Stuhl auch sehr schön designt mit einem MAG-Schriftzug und einem zusätzlichen Drachen auch hinten drauf. Diese graumelierte Optik sieht super geil aus, egal bei welchen Lichteinfällen und Lichtreflexion. Sieht mega hochwertig aus in meinen Augen. Ich bin mit dem Stuhl extrem zufrieden. Also sowohl die Alltagstauglichkeit als auch Klappern, Quietschen, wirklich gar nichts. Definitiv ein Stuhl, der man in Betracht ziehen sollte. Der aktuelle Preis von dem Stuhl liegt aktuell bei Amazon, ich habe es mal für euch nachgeguckt, ungefähr bei 399 Euro, also nicht ein übelst günstiger Stuhl, aber auch jetzt nicht ein übelst teurer Stuhl, muss man ganz klar sagen. Ein Stuhl, der sich im Midrange-Bereich mit einer tollen Technik, mit einer hohen Belastbarkeit und mit einem tollen Design auszeichnet, ist in meinen Augen 399 Euro wert. Diese Preise sind aktuelle Preise, die ich aus Amazon habe. Ich werde hier unten auch nochmal den Link platzieren. Dieser Wert kann sich natürlich ändern und es gibt sehr oft auch von MSI auf Amazon und anderen Plattformen, wo ihr die Sachen von MSI erwerben könnt, Aktionen, wo ihr die Sachen günstiger bekommt. Also hier einfach mal ein Auge drauf haben oder bei Ideal oder Geizhals einfach mal nachschauen, wie hier der Preisverlauf des Stuhls ist. In meinen Augen ist er selbst bei 399 Euro sein Ding wert. Denn vergesst nie, dass das Utensil ist, womit ihr einfach jeden Tag, wahrscheinlich auch stundenlang vor eurem PC sitzt und es einfach eine sehr, sehr, sehr wichtige Ausgabe ist, wo man nicht irgendwie auf 40, 50 Euro sparen sollte, in meinen Augen. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Gaming Chair von heute fandet, wie ihr diese Repeltech Fabric seht, ob es vielleicht ein Pluspunkt oder ein Vorteil ist in eurem alltäglichen Leben mit Katzen, Hunden, Tiere und Kinder und so weiter und so fort oder einfach, weil ihr gerne einfach am PC esst und trinkt und einfach mal den Stuhl mal abwischen sollte oder einfach ab und zu mal gerne was auskippt. Das Ganze würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know.